beiden Autoren des Buches, Arndt Hermanns. Herr Hermanns, mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Mobbing. Die Folgen haben wir gerade im Film gesehen, im Beitrag können massiv sein. Wie kann man sich denn gegen Mobbing schützen? Gibt es da erfolgreiche Strategien? Die gibt es durchaus, wobei man unterscheiden muss zwischen der persönlichen und der betrieblichen Prävention. Persönlich ist es so, dass man zunächst mal kompetent auftreten sollte, damit man dort keine Angriffsfläche bietet. Ansonsten sollte man den Mitarbeitern gegenüber mit Respekt begegnen. Ansonsten kann man persönlich nicht sehr viel tun. Es gibt Mitarbeiter, auch in der Selbsthilfegruppe, die sich wirklich tadellos verhalten haben und dennoch Mobbingopfer wurden. Als Betrieb kann man eine ganze Menge tun. Wichtig ist zunächst mal entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten und diese Maßnahmen schriftlich zu fixieren in Form einer Betriebsvereinbarung. Volkswagen ist beispielsweise ein sehr bekanntes Unternehmen, das eine Anti-Mobbing-Betriebsvereinbarung abgeschlossen hat. Also das zeigt schon, wie wichtig das Thema ist. Wie entsteht überhaupt Mobbing? Ich denke mir, keiner streitet gerne, jeder hat gerne ein gutes Betriebsklima. Wie kommt das dann überhaupt zustande? Man muss unterscheiden. Es gibt zum einen betriebliche Ursachen für Mobbing, beispielsweise eine unklare Informationspolitik, eine unklare Aufgabenverteilung. Das können Ursachen für Mobbing sein und im persönlichen Bereich. Man kennt das: Neid, Missgunst, vielleicht Unzufriedenheit über den eigenen Arbeitsplatz, Angst, von einem Kollegen übertrumpft zu werden. Das sind Motive für Mobbing. Gibt es auch bestimmte Menschen, die typische Opfer sind für Mobbing? Eigentlich nicht. Also Mobbing kann jeden treffen, unabhängig von Geschlecht und Bildungsgrad, das muss man sagen. Allerdings gibt es schon einige Personengruppen, die eher gefährdet sind als andere, beispielsweise Behinderte, Schwangere und neue Mitarbeiter, denen einfach die Lobby fehlt und die vielleicht von der alten Belegschaft als Bedrohung wahrgenommen werden. Wenn gemobbt wird, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, man kann sagen, dass sich das Mobbing bei Männern eher auf die berufliche Position konzentriert. Sprich, wenn man einen ausgestochen hat, einen Kollegen, sind Männer meistens zufrieden. Bei Frauen verlagert sich vieles auf die private Ebene. Die Kollegin wird als Konkurrentin wahrgenommen und bei Frauen wird häufiger nachgetreten. An wen kann ich mich dann wenden? Auch im Notfall an einen Rechtsanwalt oder was kann ich tun? Es gibt betriebliche und außerbetriebliche Ansprechpartner, die man kontaktieren sollte. Im Unternehmen ist das der Betriebs- oder Personalrat. Wobei sich auch viele Betriebsräte wenig engagiert zeigen, entweder weil sie sich nicht in betriebliche Konflikte verstricken wollen oder weil eigentlich einfach die Kenntnisse fehlen, damit umzugehen. Im privaten Bereich sollte man Selbsthilfegruppen kontaktieren und natürlich auch medizinische und juristische Beratung suchen. Vielen Dank, Herr Hermanns, für diese Informationen.